Halli, hallo, hallo Höhle. Hier geht es auch schon wieder weiter. So. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das Minecraft-Let's Play wieder aufhöre. Weil ja Minecraft nun schon ein Spiel ist, was schon ziemlich alt ist eigentlich. Und die Einschaltquoten... Ich bin so wütend! Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist! Rebellenangriff. Die Einschaltquoten bei Minecraft jetzt auch nicht allzu hoch sind. Hab ich mir vielleicht überlegt, Minecraft nicht mehr weiter zu Let's Playen. Ja... Also Sims und Tropico werden wir auf jeden Fall erstmal fortführen. In circa einem Monat dürfte ja auch das neue Arno-Spiel rauskommen. Das wollte ich dann auch ganz gerne noch Let's Playen. Ja, da haben wir dann 3 Spiele. Das dürfte dann eigentlich erstmal reichen. Na gut, man weiß, wie weit wir in einem Monat mit Sims sind. Da haben wir ja jetzt auch schon fast 40 Folgen. Also mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Folgen ich bei Sims machen wollte. Also 100 wollte ich auf jeden Fall bei Sims schaffen. Weil es ist ja ein Open-End-Game, kann so lange spielen, wie man lustig ist. So, und bei Tropico weiß ich halt auch nicht, wie weit wir kommen. Es kommt halt echt drauf an, wie lange wir hier durchhalten. Wenn wir nicht so allzu lange hier durchhalten, hatte ich ja schon gesagt, dass wir ein neues Spiel anfangen, wo wir dann aber gleich in der Neuzeit anfangen. Wenn wir natürlich jetzt hier mit dem Spiel bis Folge 50 oder so schaffen, dann würde ich ungern dann nochmal ein neues Spiel anfangen. Weil das dürfte dann eigentlich reichen. Denke ich mal. Na gut, die Rebellen haben wir besiegt und dann gucken wir uns mal die Aufgabe hier an. Gut, dass ich nicht darauf gewettet habe. Die Burschen scheinen es mit der Entspannungspolitik ernst zu meinen. Hochrangige Politiker wollen sich jetzt auf Tropico treffen. Wir sollten sicherstellen, dass sie irgendwo landen können. Denn sie reisen normalerweise per Flugzeug. Besitzen sie einen Flughafen? Das nehmen wir an. Weil der Flughafen ist auch gut für unseren Tourismus. Ja. So. Aber wir müssen ja... Das Krankenhaus wollte ich jetzt erstmal noch fertig dingsen, ne? So, Handel, ist hier noch alles okay? Ja, alle Schiffe sind vergeben. Möbel, die bringen auch ganz schön viel, aber da haben wir den Ruf nicht, also bringt uns das eh nichts. Eisen, naja, bringt jetzt nicht so viel. Ja, mal wieder den Ruf nicht, bringt uns auch nichts. Kaffee bringt jetzt auch nicht allzu viel. Aber dann würde ich sogar eher... Oder Kakao. Dann würde ich eher Kaffee noch exportieren. Genau. So... Unsere Obdachlosen werden bestimmt immer weniger, immer mehr. 180, ja. Ich kann es nicht ändern. Wir haben 54 Wohnraum. Also eigentlich könnten 54 der Obdachlosen eigentlich schon in Wohnungen einziehen. Aber unsere Gesundheit sinkt echt. Also hoffentlich ist das Krankenhaus bald fertig. Weil sonst sterben uns hier alle Leute weg. So, die hier, die machen Plus. Ja, die kleinen Bungalows machen auch Plus. Zwar nicht so viel am Tag, aber besser als nichts. Wie sieht's mit Arbeitsplätzen aus? Verfügbare Jobs 88, arbeitslos 25. Also wir haben mehr Jobs übrig, als wir Arbeitslose haben. Die 25 sind vielleicht zu faul zum Arbeiten. Denke ich mal. Ja, sind gerade die Obdachlosen schon wieder gestiegen? Nee, sie sind gerade 5 gesunken. Na gut. Strom haben wir noch. Gesamtverbrauch 10. Für was verbrauchen wir 10 Strom?
Ach, bestimmt dieses kleine Mini-Ding verbraucht bestimmt Strom. Ja, genau. Na gut, das ist ja jetzt nicht so wild. Wir könnten ja hier auch. Vielleicht würden dann mehr einziehen, wenn die Effizienz. Wir wohnen null. Passt mal auf. Ich teste das jetzt einfach mal. Müssen wir uns mal merken, das hier am Rand. Mal sehen. Das haben wir ja jetzt hier mit Strom versorgt. Mal sehen, ob jetzt hier Leute einziehen. Da dürften wir jetzt hier 30 verbraucht haben. Ne? Okay, hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Oder es dauert noch ein bisschen, bis da. Na gut, das sehen wir ja gleich. So, wollen wir erstmal gucken, was der Flughafen kostet. Das ist bestimmt unter Tourismus. Flughafen hier. Oh, wo machen wir denn den hin? Den Flughafen. Den könnten wir ja eigentlich hier. Hier hätten wir ja Platz. So, jetzt habe ich den einfach mal dahingesetzt. Ich weiß gar nicht, ob der eine Straße oder sowas braucht. Ja, brauche. Okay. Ist das jetzt. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Gut, der ist jetzt am Straßennetz integriert. So, jetzt wird das Gebäude mit angezeigt. Genau. Jetzt gucken wir mal, wohnen jetzt welche drinnen? Noch null. Ja, mal sehen, ob jemand einzieht. Vielleicht gefallen denen die Häuser vom Wohlstand her nicht. Das könnte ja sein. Hier haben wir schon wieder eine Aufgabe. Jetzt habe ich aber schon so viel. Ach, egal. Mr. President, meinen Berechnungen zufolge wird Tropikos Wirtschaft dramatisch einbrechen, falls sie nicht mehr Möglichkeiten für die Reichen schaffen, noch reicher zu werden. Bauen Sie ein Ölgebäude. Das können wir annehmen. Öl kann man nie genug haben. Ich glaube, wir haben ja hier irgendwo. Ja, hier ist ein Öldings. Ja. Wir haben aber auch schon ganz schön Uran abgebaut. Da waren 25.000 drin. Ich hoffe, bis das alles leer ist, sind wir schon im neuen Zeitalter. Sonst wäre das nämlich ziemlich doof. Aber das Rad ist in einem Monat fertig. Da können wir dann Fahrzeugfabrik. Dann muss noch das und dann können wir den Weltraumhafen. So, was ist denn jetzt hier mit unserem Krankenhaus? Es braucht aber heute hier extrem ewig hier, bis mal was fertig ist. Ach, hier hinten haben wir auch noch Öl. Also da könnte man dann auch noch Öl anbauen. 19 Bürger kamen an. Ja, super. Wie wäre es denn erstmal, wenn hier überall wo welche einziehen würden? In letzter Zeit waren wir arg verkatert und hatten keine guten Einfälle. Aber zum Glück musste gestern einer unserer Forscher bis ans andere Ende der Insel und hat das Fahrrad entdeckt. Und es funktioniert ganz ohne Benzin. Ja, das ist ja super. Ja. So. Also wir haben das Fahrzeug. Die Fahrzeugfabrik freigeschaltet. Oh, ich würde gerne Schokoladenfabrik haben. Elektronikfabrik. Also die Schokoladenfabrik hatte ich überhaupt noch nicht. Auch nicht, wo ich mal privat gespielt habe. Ah, unsere Klinik ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt schon gedacht, weil hier habe nur das Haar hier gesehen und habe schon gedacht, sie wäre fertig. Aber nee. Na los, die 8%, ja, das schaffen wir jetzt aber auch noch. Lass mal kurz ein bisschen schneller laufen. Zicke, zicke, zack, 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 zack. Ey, wie viele Rebellen hier rumrennen, das ist doch unnormal. Zwei sind verhaftet und die latschen noch 10.000 Rebellen so rum.
Was bist du so einer? Kommunistenanführer. Okay. Und du? Industrieller Anführer. Ah, unser Krankenhaus ist fertig. Juhu! Na? Wir haben hier echt einen Arbeitermangel. Haben wir Manager hier? Vorarbeiter, Arbeitsqualität, Militärgebäude. Wir setzen das ein. Und haben wir hier noch was? Hier haben wir auch keinen. Da können wir einen General. Also wir kriegen in letzter Zeit ganz schön oft hier. Hier so Dinger, die wir hier irgendwo einsetzen können. So, juhu, wir haben ein Krankenhaus. Dann können wir jetzt bei dem Flughafen die Priorität hochsetzen. Das dürfte aber eigentlich das Einzige sein, was wir gerade hier am Bauen haben, ja. Jetzt verbrauchen wir 90 Strom, aber wir haben eigentlich noch viel. So, mal gucken, wie es hier in unserem Gebäude aussieht. Null. Jetzt können wir es auch nicht mehr vom Strom entfernen. Na gut. So, unser Flughafen. Dann kommen natürlich dann auch mehr Touristen. Ja. Aber wir sollen ja eh noch Gasthäuser bauen und so. Wie sieht's denn aus mit der Unterhaltung? Also Gesundheit ist jetzt ein bisschen gestiegen. Nahrung, da müssen wir dann noch einen Supermarkt bauen. Also Sicherheit ist echt gut. Unterhaltung ist ein bisschen, ja, da müssten wir vielleicht noch was bauen für Unterhaltung. Was? Verräterische Offiziere wollen einen Umsturz auslösen. Nix gibt's hier. Ich will noch ein bisschen an der Amtszeit bleiben. Ihr spinnt wo? So, dann bauen wir hier oben erst. War hier unten auch Öl? Hab ich hier gerade Öl irgendwo gesehen? Öl? Nö, habe ich mich verguckt. Na gut, dann bauen wir hier erstmal ein Ölbohrturm, produziert Öl und Erdgas. Hinten ist auch Öl. Wir machen das. So, dann müssen wir noch hier eine Straße dran machen. Genau. Ups. Was haben wir denn alles noch so? Ein Drachenflugclub. Sowas haben wir bestimmt auch noch nicht, oder? Nee, das könnten wir ja eigentlich auch noch bauen. Ach, ich mache jetzt den schnellen Bau. Und da ist unser Flughafen fertig. Juhu! Dieser neue Verdammt gute Leistung, diese Friedensgeschichte. Mir stehen die Tränen in den Augen. Dann nehmen wir das. Mal wieder kein Arbeiter. Gastarbeiter einladen. Arbeitsqualität sinkt. Oh, das ist jetzt erstmal egal. So, Landhäuser. Nee, wir bauen jetzt erstmal was für die Unterhaltung. Diesen Flugdingsens hier. Das können wir ja eigentlich hier so dahinter machen. So. Genau. Können wir eigentlich schnell einen Bau machen. Kostet ja nur 3.800. Haben wir da wieder Manager? Nee. So, hier können wir auch nichts verbessern. Hier ist doch schon wieder ein Verbrecherboss. Gleich verhaften. Ab. Der gehört gleich weggesperrt. Das machen wir gleich. Das mit der Geburtenrate lassen wir mal erst noch.
So, jetzt baut noch der Ölturm hier oben, oder? Ja, der baut jetzt noch. Dann können wir die Landhäuser, die waren ja hier Tourismus, Landhäuser. Die setzen wir eins hier hin. Und eins daneben. Dann machen wir noch die Straße ein bisschen länger. Und hier würde ich gerne so irgendwas dazwischen setzen. Ja, genau sowas. Und als Abschluss hier hinten noch eine Palme. So. Hier haben wir eine neue Aufgabe. Die USA wollen einige ihrer Raketen hier in Tropico stationieren. Besitze drei Recycling-An. Boah, da hätten wir gleich zwei Aufgaben auf einmal. Wie viel Strom brauchen die überhaupt? Ich weiß auch nicht, wieso Recyclinganlagen unter Unterhaltung sind. Gucken die sich die Recyclinganlagen irgendwie? Die Leute gucken sie sich wo an oder was? Naja, wir setzen sie hier oben hin. Nicht so nah an die Stadt. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Drei Stück. So, dann machen wir noch eine schöne Straße dran. So, perfekt. Dann machen wir jetzt mal einen schnellen Bau, damit wir das schnell hier fertig haben. Naja, ist ja gut. Diese Yankees können wirklich feiern. Zigarren, Alkohol, Hetzjagd auf Kommunisten. Was für ein Leben. Wir nehmen wieder das Schweizer Beide Konno. Supermächte sind an unserer Waffe interessiert. Ihnen ist es egal, wie sie funktioniert, solange der Gegner sie als Bedrohung ansieht. Wir nehmen Waffe behalten. So. Dann haben wir hier fast alle Aufgaben hier so erledigt, die wir hier so stehen haben. Haben wir nämlich auch das Ölgebäude fertig. Da gab es keine Belohnung. Okay. Hier haben wir schon wieder keinen. Ach so, jetzt haben wir einen. So, wie sieht unser Gebäude? Null. Die wollen hier nicht einziehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Tja. Bringen mehr Gewinne ein. Und das machen wir auch. Was steht hier eigentlich? Ach, ein Sägewerk. Okay, das Sägewerk ist wichtig. Hier können wir nichts verbessern. Nee. Genau. So, jetzt haben wir Gesamtverbrauch 200 Zöhnen. Das ist ja ganz in Ordnung. So, einen Supermarkt bauen wir dann noch. Aber ich will erstmal die zwei Dinge. So, wie sieht es jetzt eigentlich mit Unterhaltung? Haben wir jetzt 40. Das ist doch annehmbar. So, Nahrung, da wollen wir dann noch den Supermarkt bauen. Gesundheit ist auch extrem gestiegen. Das ist super. Ja, Wohnraum ist halt nur 54, weil wir so viele Obdachlose haben. Schon über 200. Aber ich kann es nicht ändern. Also, in dieser Folge haben wir einen Flughafen gebaut und für die Bürger ein bisschen Unterhaltung, wo sie sich Scheiße angucken können. Ja, dann werde ich erstmal hier die Aufnahme beenden. In der nächsten Folge nehmen wir dann erstmal die Aufgabe hier an. Bis dahin, tschüss!